Vielen Dank, Matthias. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, ich freue mich, euch alle hier heute in Chemnitz zu begrüßen. Einige von euch sind heute sicher mit der Ringbuslinie oder dem Chemnitzer Modell hier zur Mensa gefahren. Beides sind Früchte unseres Wirkens hier auf kommunaler Ebene. Auch wenn diese Früchte im Moment durch den Personalnotstand der CVAG eher wie Trockenfrüchte erscheinen und in nur unregelmäßigen Abständen oder gar nicht fahren. Das verlangt einiges an Geduld. Auch das bevorstehende Jahr wird uns allen einiges abverlangen, mit Kommunalwahlen, Landtagswahlen und der Europawahl. Lasst uns deshalb den Rückenwind aus den letzten Monaten mitnehmen. All diese Zugewandtheit und Ermutigung, all diese Neugier, die wir erleben, diese Offenheit in der Bevölkerung für unsere grüne Politik und die klaren Worte und klugen Konzepte. Diesen Schwung, diesen Vertrauensvorschuss kann uns niemand nehmen. Vertrauensvorschuss aber, das bedeutet immer auch Erwartung. Mit anderen Worten, jetzt müssen wir liefern. Und wir werden liefern. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und dieses Land mitzugestalten. Uns geht es dabei nicht um Farbenspiele, sondern um Inhalte. Noch nie zuvor hatten diese Gesellschaft und dieses Land und vor allem unser Ökosystem starke Grüne so nötig wie jetzt. Lasst uns daran erinnern, wo wir herkommen, wer wir sein wollen und was wir für diese Gesellschaft erreichen wollen. Denn wir denken nicht erst seit gestern an morgen. Lasst uns konsequent sein in der Sache und deutlich in unseren Forderungen. Lasst uns immer und immer wieder erläutern, warum Klimaschutz und Gerechtigkeit, warum Kohleausstieg und Arbeitsplätze zusammengehören. Lasst uns zugleich aber respektvoll bleiben, zuhören und erklären. Lasst uns immer wieder auch dorthin gehen, wo wir nicht mit offenen Armen empfangen werden. Dieses Jahr wird es auf uns ankommen. Im Einsatz für einen lebenswerten Planeten, im Einsatz für unsere wunderbare, streitbare Demokratie, im Einsatz für ein solidarisches Sachsen. Im letzten Jahr haben wir gezeigt, dass wir uns nicht verstecken brauchen, dass wir Zuversicht vermitteln und Verantwortung übernehmen. 2019 legen wir noch eins drauf und besetzen die Rathäuser. Das Jahr 2019 fällt aber auch in eine Zeit, in der vieles nicht mehr selbstverständlich scheint. Die Verlockung autoritärer Herrschaftspraktiken ist überall auf der Welt auf dem Vormarsch. Aus guten Gründen werden wir als die Kraft wahrgenommen, als die Partei, die Rechtsextremismus und Rassismus besonders die Stirn bietet. Das ist Anerkennung und Aufgabe zugleich. Umso wichtiger wird es sein, denjenigen zu widersprechen, die meinen, wieder bestimmen zu dürfen, wer dazugehört und wer nicht. Die zwar Meinungsfreiheit sagen, aber Hass und Hetze meinen. Liebe Freundinnen und Freunde, danke, dass ihr nach Chemnitz gekommen seid. Nicht nur, um heute und morgen unser Programm zu diskutieren und zu beschließen, sondern um ein Zeichen zu setzen. Denn Chemnitz ist weder grau noch braun, Chemnitz ist grün. Mit diesen abschließenden Worten möchte ich gern an Gabi Engelhardt von Aufstehen gegen Rassismus überleiten.